Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesung an der Uni Kassel. Dann zur heutigen Sitzung. Kurze Rekapitulation, was in den letzten Wochen passiert ist. Wir haben uns so im ersten Block der Veranstaltung verschiedene ökonomische Theorien zur Erklärung der Finanz- und Eurokrise angeschaut, haben über makroökonomische Ungleichgewichte im Euroraum gesprochen, darüber, was Finanzmarktkapitalismus eigentlich ist und ob der sich in einer Krise befindet, haben uns gefragt, welche Rolle Geld, Schulden und Kredite spielen, was Hedgefonds und Schattenbanken sind, welche Interessen sie vertreten. Und haben einen Blick über den Tellerrand gewagt und gefragt, ob die staatskapitalistischen Modelle der Entwicklungsländer, der Schwellenländer, ein attraktives Gegenmodell zum liberalen, finanzialisierten Kapitalismus des Westens sind. Wir haben also versucht, die oftmals sehr technisch scheinenden Begrifflichkeiten der globalen Finanzmärkte und des gemeinsamen Währungsraums in Europa aufzudröseln, Mechanismen, Interessen und Machtverhältnisse zu verstehen. Einen besonderen Höhepunkt hat das Ganze dann gefunden mit der Diskussion zwischen Gabriel Glöckler von der EZB und Lisa Mittendrein von Attac Österreich. Dort haben wir über die Aktivitäten der Troika in den sogenannten Krisenländern gesprochen, vor allem in Griechenland, und haben uns gefragt, ob die Reformpolitik des Kürzens und Sparens dann eigentlich ein Erfolg gewesen ist. Ja, war da das Fazit von Lisa Mittendrein. Denn mit diesem Krisenmanagement wird in bislang unbekanntem Tempo das Projekt eines autoritären Neoliberalismus in Europa vorangetrieben, in dem die südlichen Länder die EU nicht nur geografisch Peripherie werden sollen, sondern insbesondere ökonomisch die sogenannte Wettbewerbsfähigkeit immer fest im Blick. Letzte Woche haben wir uns dann so langsam auf den Weg begeben, die Vielschichtigkeit der aktuellen Krise oder Krisen zu verstehen. Denn es handelt sich ja mitnichten um eine rein ökonomische Krise, im Gegenteil, es befinden sich tatsächlich eine Reihe gesellschaftlicher Verhältnisse in krisenhaften Zuständen. Die Politik zum Beispiel des Euroraums oder der Europäischen Union ist auch eine rassistische Politik, die Menschen unterschiedliche Rechte gewährt. Vielen nicht einmal das Recht, den Kontinent überhaupt sicher zu betreten, außer sie können als billige und schutzlose Arbeitskräfte ausgenutzt werden. Das war unter anderem das Thema der letzten Woche, als Sonja Bucke und ihr Vorlesungsteam zusammen mit den Studierenden den Abend gestalteten. Das europäische Migrationsmanagement, das der Vorstellung folgte, Grenzen können je nach wirtschaftlicher Nachfrage wie ein Wasserhahn auf- und zugedreht werden, hat sich in den letzten Monaten als massive Illusion erwiesen. Menschen rannten die europäischen Grenzen teilweise einfach nieder, woraufhin neue Grenzen entstanden, wiederum neuer Widerstand, neue Gegenreaktionen. Die Abschottungspolitik erreicht derzeit einen neuen Höhepunkt. Vieles, was lange als fundamentaler Teil der EU galt, stellt sich als schwaches Element in Angesicht von Hetze, Angst und nationalistischer Rhetorik heraus. Für viele bricht die Idee eines Europas der Bewegungsfreiheit, welches es ja eh nie für alle war, zusammen. Viele Migrantinnen, die jetzt aus Bürgerinnenkriegsgebieten nach Europa fliehen oder versuchen, der Armut und Perspektivlosigkeit, Diskriminierung und Bedrohung in ihren eigenen Ländern zu entkommen, gelangen zunächst in die Länder am Rande Europas, vor allem auch nach Griechenland, dessen soziale Infrastruktur in den letzten Jahren durch eine kompromisslose Austeritätspolitik bereits starken Angriffen ausgesetzt war und weiterhin ist. Denn die sogenannten Reformen unter der strengen Auflagenpolitik der europäischen Gläubiger gehen weiter. Gesetze wurden und werden verabschiedet, die Zwangsräumungen erleichtern, die den größten Privatisierungsfonds der Geschichte ermöglichten, die Mehrwertsteuer erhöhen. Die Sparpolitik ist noch nicht am Ende angelangt. Und wir lesen dann von den Ergebnissen dieser Politik in der Zeitung, dargestellt in Zahlen. So und so viele Arbeitslose mehr, so und so viele Menschen mehr von Armut bedroht, so und so viele Menschen ohne Krankenversorgung. Aber damit wird relativ wenig darüber gesagt, wie die Menschen in Griechenland tagtäglich damit umgehen, wie sich die Gespräche in den Straßen verändern, wie eine Politisierung oder auch eine Desillusionierung stattfindet, warum Menschen sich entscheiden, gegen diese Politik zu demonstrieren oder wie und auf welche verschiedenen Arten und Weisen sie das eigentlich tun. Diese mikropolitische Ebene des Alltagshandelns bleibt oftmals außen vor. Ein Bild können uns die Statistiken nicht vermitteln von den Auswirkungen der Austeritätspolitik und der Krise, vor allem auch auf den urbanen Lebensraum. Denn Städte sind besondere Knotenpunkte sozialer Infrastruktur. Dort gibt es öffentlichen Nahverkehr, Schulen, Krankenhäuser, Wohnungen in großem Umfang. Und daher sind Städte auch in besonderer Form betroffen von dem Zusammenbrechen solcher Infrastruktur. Diesen Realitäten und dem künstlerischen Umgang der Menschen mit der Krise im urbanen Raum, genau genommen in Athen, wollen wir uns dann heute nähern und freuen uns daher, Julia Türke als Referentin begrüßen zu dürfen. Noch ein paar Informationen zu ihr. Sie hat
einen Bachelor in Sozial- und Kulturanthropologie an der FU Berlin gemacht und danach ein Masterstudium der europäischen Ethnologie an der HU Berlin begonnen. Ihre Forschungsinteressen sind visuelle Ethnographie, Städte, urbaner Raum, soziale Bewegung und Protest, performativer und visueller Aktivismus, Straßenkunst, Graffiti, ökonomische Krise und Austerität. Sie hat 2003 dann ihre Masterarbeit abgeschlossen, die auf Deutsch dann ungefähr heißt Ästhetik der Krise, politische Street Art in Athen im Kontext der Krise. Das ist ein ethnografisches Forschungsprojekt in der Selbstbeschreibung an der Schnittstelle von urbaner Theorie, visueller Kultur und Forschung zu sozialen Bewegungen. Das Projekt zielt darauf ab, die diverse und komplexe Bildsprache der Ästhetik der Krise herauszuarbeiten, indem ein Fotoarchiv erstellt wird, lokale Geografien von Street Art erkundet werden und wurden und Interviews mit Künstlerinnen, Aktivistinnen und Forschern geführt wurden. Sie war mit den Ergebnissen dieser Arbeit und des fortlaufenden Projekts auf verschiedenen Konferenzen, auf Science Slams, hat zur Ausstellung beigetragen, beziehungsweise eigene Ausstellungen ihrer fotografischen Dokumentation gehabt in Berlin und Hamburg, hat Vorträge gehalten und verschiedene Artikel zu dem Thema veröffentlicht. Derzeit ist sie an der Rochester University New York in einem Promotionsprogramm im Bereich der Visual and Cultural Studies. Und damit übergebe ich das Wort an dich und auch das Ding hier. Das funktioniert. Ja, vielen Dank für die Einladung zunächst, für die Ringvorlesung. Ich freue mich sehr, dass ich hier meine Perspektive, meine Forschung zu beitragen kann und vielen Dank auch für die Einleitung. Gedichte und Liebeserklärungen, politische Manifeste und Protestszenen, expressive Porträts von Menschen in der Krise. Wer heute im Zentrum Athens spazieren geht, findet sich wieder zwischen Wänden, die von oben bis unten beschrieben mit Geschichten und Bildern von Krise und Austerität sind. Die Krise entfaltet im urbanen Raum unverkennbar eine eigene Ästhetik, einen poetischen und politischen Fluss von Wörtern und Bildern. Und genau diese empirische Beobachtung und auch diese Ästhetik der Krise ist die Grundlage für die Arbeit, die ich heute vorstellen möchte. Und genau, anhand einer Untersuchung der kulturellen Praxis von Street Art in Athen. Im weitesten Sinne stelle ich damit auch die Frage nach dem Einfluss von Krise und Austerität auf urbanen Raum als fortlaufende materielle und soziale Transformation städtischer Geografien, die tief in den Alltag, die Vorstellungen und die kulturellen Praktiken der StadtbewohnerInnen Athens einwirkt. Die Materialien und Analysen, die ich heute präsentiere, basieren auf einer viermonatigen ethnografischen Feldforschung, die ich in Athen im Jahr 2013 durchgeführt habe, als Grundlage meiner Masterarbeit. Und darüber hinaus berücksichtige ich aber auch Eindrücke und Auseinandersetzungen mit Athen, die ich im Rahmen von weiteren Besuchen seitdem hinzugewonnen habe. Ethnographie bedeutet für mich hier nicht nur ein bestimmtes methodologisches Repertoire, also Dinge wie teilnehmende Beobachtungen, qualitative Interviews und so weiter, sondern auch ganz explizit ein reflexives Selbstverständnis meiner eigenen Verortung im Forschungsfeld. Ein unterliegendes Projekt meiner Arbeit besteht daher auch darin, ein kritisches Verständnis der Krise als Regime der Wissensproduktion zu entwickeln. Und zu dekonstruieren. Der Status quo der Krise beruht auf einem Diskurs, in welchem Positionen klar geografisch zugeschrieben sind. Die Symptomatik und Schuld für die Krise werden in Südeuropa verortet. Die Produktion von Expertenwissen und Verwaltung der Krise findet hingegen im Nordwesten Europas statt. Griechenland und Deutschland, Athen und Berlin stellen in dieser Dichotomie natürlich symbolische Kristallisationspunkte dar. Und genau in diese spannungsgeladene Konstellation interveniert natürlich auch meine eigene Forschungsarbeit und ist auch dieser als Hintergrund ausgesetzt. Das Ziel meiner eigenen Arbeit ist es daher ganz explizit eben nicht, Expertenwissen zu produzieren, welches dann instrumentell zum Verständnis oder zur Lösung der Krise herangezogen werden kann, sondern vielmehr möchte ich eine sorgfältig kontextualisierte und reflektierte ethnografische Studie abliefern, die den Anspruch verfolgt, einen Ansatzpunkt für ein Verständnis der komplexen Effekte der multiplen Krise auf den gelebten Alltag zu bieten. Grundlegend noch zur Definition der Praxis von Street Art, die ich heute untersuche. Street Art verstehe ich relativ breit als selbstautorisierte performative Intervention in den urbanen Raum. Ich habe dort also kein stark eingegrenztes normatives Verständnis, das klar einzelne Praktiken hier zuordnet,
oder klar unterscheidet zwischen Graffiti und Street Art, wie man das üblicherweise kennt, sondern Street Art für mich ist eher so ein Sammelbegriff für kulturelle interventionistische Praktiken im urbanen Raum. Und das ist auch das Verständnis, das meiner Arbeit hier zugrunde liegt. So, das Verständnis von Krise, welches meiner Arbeit zugrunde liegt, ist dementsprechend fließend. Die Krise ist für mich nicht klar zeitlich oder räumlich eingrenzbar, sondern begründet eine neue historische Materialität und damit auch eine dauerhafte Rekonfigurierung des Alltages. Als andauernder Ausnahmezustand ohne klaren Ausgangs- und Endpunkt schafft die Krise eine Situation, in welcher bestehende Handlungsmuster nicht weiter fortgeführt werden können. Dadurch entstehen dann auch Freiräume für neue Entwürfe des Zusammenlebens, welche sich sowohl emanzipatorische als auch repressive Kräfte aneignen. Und städtische Räume, wie gerade auch Norma schon angedeutet hat, nehmen in dieser Dynamik natürlich eine exponierte Rolle ein. Städte sind einerseits Orte konzentrierter kapitalistischer Akkumulation und Finanzialisierung, gleichsam aber auch von den empirischen Effekten und von Austeritätspolitik am stärksten betroffen. Dieser Zusammenhang ist bisher am treffendsten meines Erachtens unter dem Begriff Austerity Urbanism beschrieben und analysiert worden. Dazu sagt hier die britische Urban Studies Professorin Fran Tornquist: Many cities bear the physical scars of disinvestment, disuse and decline, opening up spatial cracks in what had been a fairly unbroken field of accelerated development. Die Krise hinterlässt also in der urbanen Landschaft Bruchstellen, welche eine Aneignung städtischen Raumes für unterschiedliche Akteure ermöglichen. In Athen etwa koexistieren autonome linke Projekte, wie zum Beispiel autonome Gesundheitskliniken oder Urban Gardens, mit einer zunehmenden Militarisierung des öffentlichen Raumes und auch repressiver Raumpolitiken, wie zum Beispiel der Auseinandersetzung der goldenen Morgenröte mit urbanem Raum, die dann zum Teil einfach Plätze als migrantenfrei erklären und das dann auch mit einer aggressiven physischen Politik durchsetzen. Die massive Ausbreitung von Street Art in Athen in den vergangenen Jahren steht in ganz engem Zusammenhang mit diesen räumlichen Veränderungen der Stadt im Kontext der Krise, insbesondere der Deregulierung des öffentlichen Raumes. Der legale Kontext, in welchem Street Artists operieren, ist äußerst ambivalent. Es gibt keine systematische Verfolgung der Praxis durch Autoritäten. Zudem fehlen dem Staat die finanziellen Mittel, um Street Art an öffentlichen Gebäuden systematisch zu entfernen, sodass eben selbst aggressive politische Slogans in der Regel mehrere Monate stehen bleiben. Das hier ist ein ganz interessantes Beispiel für. Das ist die Nationale Akademie, wie man sieht, ein sehr klassisches, neoklassisches, griechisches, öffentliches Gebäude, gehört zu einer Gebäudetrilogie der Das ist die Nationalakademie, da gehört auch noch die Bibliothek dazu. Und das ist quasi ein Gebäude, das ständig von Slogans überzogen ist, die dort eben auch dann monatelang stehen bleiben. Also so sah das zum Beispiel aus, als ich 2013 in Berlin angekommen, nicht in Berlin, in Athen angekommen bin im Januar. Und im April hatte dann irgendwer das Wort Malakäs weggekratzt oder weggewischt. Das bedeutet so viel wie Arschlöcher, also quasi die... Das Schimpfwort im Slogan wurde aus irgendeinem Grund entfernt, aber der Rest ist soweit stehen geblieben. Und das war eben dann auch ein Zeitraum von 4 Monaten. Das ist an einer ganz exponierten Stelle, an einer großen Hauptstraße. Also daran lässt sich ganz gut ablesen, wie dereguliert hier der öffentliche Raum ist. Und so sah das Ganze dann zum Beispiel jetzt, als ich das letzte Mal in Athen war, im Sommer 2015 aus. Mittlerweile ist das Gebäude gereinigt und mit so einem Zaun als Schutz umgeben, aber der Zaun ist natürlich auch sofort wieder eine Oberfläche, die sich angeeignet wurde. Darüber hinaus entstehen durch die physische Veränderung des Stadtraums neue Oberflächen, welche sich zur künstlerischen Aneignung anbieten, also zum Beispiel verlassene Gebäude und Strukturen, Bauruinen, Texturen des Zerfalls. Hier ist zum Beispiel ein ganz spannendes Projekt, das mit einem ganz wortwörtlichen Marker diese Bruchstellen im öffentlichen Raum nachvollzieht, also so Stellen des Zerfalls, aber zum Beispiel auch Ecken von Treppen, wo im Rahmen von Protesten Steine abgeschlagen wurden, die dann als Projektile genutzt wurden. Dann haben wir natürlich auch noch so Sachen wie zugenagelte und vermauerte Fenster und Türen, die sich dann angeeignet werden. Oder auch leere Schaufenster. Und das finde ich ein ganz interessantes Beispiel, um auch zu schauen, dass sich die Künstler
nicht nur der Oberflächen annehmen, sondern sich auch ganz explizit mit der Materialität dieser neuen Oberflächen auseinandersetzen. Das ist ein leeres Schaufenster, wie es von den Hunderte in Athen gibt. Häufig werden die dann einfach von innen mit einem weißen Anstrich versehen, damit man nicht in den leeren Laden hineinschauen kann. Also das sind leere Läden. Und hier hat eben ein Künstler, das sieht man, wenn man auf das untere Bild schaut, ein bisschen besser in diese weiße Farbe sein Bild reingekratzt. Also es ist nicht nur ein Annehmen der Oberfläche und ein Aneignen, sondern auch eine klare Auseinandersetzung mit dieser ganz spezifischen Krisenmaterialität des urbanen Raums. Und die Deregulierung des öffentlichen Raumes sowie die Entstehung neuer Oberflächen erlaubt eine relativ freie Entfaltung von Street Art. Künstler können frei und unbehelligt arbeiten, zum Teil auch im helllichten Tag. Also es gibt dort wirklich keine nennenswerte politische, polizeiliche Verfolgung. Die Arbeiten bleiben länger stehen und wirken länger auf den urbanen Raum ein und es entfalten sich eben teils sogar auch Dialoge an den Wänden der Stadt. Als ein Phänomen, welches alle Aspekte des Alltagslebens durchdringt, wirkt die Krise natürlich auch tief in Inhalt und ästhetisches Vokabular von Street Art ein. Darüber hinaus hat auch die massive Arbeitslosigkeit von großen Teilen der jungen, vor allem jungen und gut ausgebildeten Bevölkerung ein enormes kreatives Potenzial freigesetzt. Und dazu habe ich ein Zitat mitgebracht aus einem der Interviews, das ich hier mit Künstlern in Athen geführt habe. Das ist eine Künstlerin, die sagt, "And through all this crisis, I think we all actually should feel lucky, in quotation marks, because it makes us more creative. I was talking with another artist yesterday exactly about that. We are creative now, because if we were in a period where everything's calm and nothing really happens, we wouldn't have the motivation to express ourselves." Im breiteren Sinne gibt es auch ein Verständnis dafür, dass es eine Tendenz gibt zu einer gewachsenen Wertschätzung von Kunst und Kreativität im Allgemeinen im Kontext der Krise. Dazu habe ich noch ein zweites Zitat mitgebracht, wo der Künstler Sonke eben ausdrückt, dass im Gegensatz zu den frühen 2000ern, in denen eben ganz klar Konsum auch als Ideal nach vorne gebracht wurde in den Medien, dass es jetzt eben eine größere Wertschätzung gibt für Kunst und Kultur. "Now I think that people in Athens are more interested in art and music, in the simple things, the things you don't have to pay to have." Die Forschungsfrage, welcher meiner Feldforschung zugrunde lag und diese geleitet hat, war dann schließlich, welche kreativen Strategien, Ikonografien und Vokabulare Street Artists in Auseinandersetzung mit der Krise mobilisieren und wie sich diese auf Diskurse und Narrative, die durch Medien und Politik zirkulieren, beziehen. Selbstverständlich ist hier auch nochmal zu sagen, dass sich nicht alle Künstler und nicht alle Arbeiten explizit in den Zusammenhang setzen mit der Krise, aber für mich ist durch die Situierung im öffentlichen Raum das nicht wirklich abtrennbar. Also die Arbeiten können nicht wirklich im öffentlichen Raum in Athen in Zeiten der Krise existieren und nicht im Krisenkontext stehen. Also für mich ist quasi die Gesamtheit der Dinge, die ich in Athen im öffentlichen Raum finde, in einem Krisenkontext zu lesen. Noch ein paar Worte ausgehend zum historischen Kontext. Street Art ist in Athen erst für die Zeit ab den 90ern wirklich systematisch dokumentiert worden. Das ist der Zeitpunkt, an dem quasi nordamerikanisch New York inspiriertes Graffiti aufgegriffen wurde und Künstler angefangen haben, in Athen eben die Graffiti-Subkultur auszuleben. Es gibt aber auch leider eben schlecht dokumentiert und unsystematisch dokumentiert Anhaltspunkte dafür, dass Graffiti und Street Art als politische Medien bereits im Kontext des Bürgerkriegs und der Nazi-Besetzung wie auch der Diktatur bis 1974 von Bedeutung waren. Also dort haben dann quasi UntergrundaktivistInnen Durchhalteparolen, politische Botschaften und Ähnliches an die Wände der Stadt meistens gemalt mit Pinseln und so eben diese zirkuliert und auf die Wände der Stadt als Medium der politischen Kommunikation zurückgegriffen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Kontext für das, was wir heute an den Wänden von Athen sehen können. Und viele der Slogans, die in diesen Kontexten an die Wände Athens geschrieben wurden, finden sich in abgewandelter Form auch jetzt im Kontext der Krise wieder, sind dann eben auf den aktuellen Kontext umgemünzt und umformuliert. Und es gibt also eine extreme historische Dichte auch in den Slogans, die man an den Wänden der Stadt findet. Dazu muss ich natürlich noch kurz sagen, dass mein eigenes Verständnis und meine eigene Verortung in der griechischen Sprache und Kultur und Historie natürlich nicht langt, um mich damit exponiert auseinanderzusetzen. Also die Arbeiten, die in meiner
Forschung eine größere Rolle gespielt haben, mit denen ich mich mehr auseinandergesetzt habe, waren die figurativen Arbeiten und die Arbeiten, die eben nicht diese historische Dichte aufgewiesen haben. Also zum Teil habe ich auch Konversationen geführt mit Freunden und sie gebeten, mir das zu erklären, was ich dann darunter zu verstehen habe. Und das ging auch einfach gar nicht. Die konnten das auch gar nicht so richtig in Worte fassen. Also das ist quasi nochmal so ein blinder Punkt meiner Arbeit. Aber darauf wollte ich noch kurz hingewiesen haben. Aber grundlegend gibt es eben diesen historischen Kontext. Und die aktuelle Ausbreitung von Street Art als politisches Medium muss man auch ganz klar in diesem historischen Kontext verstehen. Für die aktuelle Situation nimmt vor allem die Ermordung von Alexis Rikodopoulos durch zwei Polizisten im Dezember 2008 eine wichtige Rolle als historischer Angelpunkt ein. Alexis Rikodopoulos war ein 15-jähriger anarchistischer Teenager, der eben von zwei Polizisten auf offener Straße erschossen wurde. Und im Nachhall dessen gab es halt riesengroße Auseinandersetzungen und Krawalle. Und da war dann halt innerhalb von wenigen Tagen die Stadt zum ersten Mal wirklich komplett eingedeckt mit politischen Slogans und Wandbildern, die sich ganz explizit mit diesem Kontext auseinandergesetzt haben. Und das ist dann eben auch weiter übergegangen in den Kontext der Krise und Austerität, der ja damit quasi gleichzeitig entstanden ist. Dazu sagt hier ein Künstler: "About aesthetic and political issues, the big difference is how, since the murder of Alexis by the police in December, graffiti and street art became like a weapon for the youth to express what they feel about the society. And with the collapse of the economy, that matter grows." Die Street Art in Athen geht natürlich auf ein ganz breites Spektrum an Akteuren und mit verschiedenen Hintergründen, Motivationen und politischen Affiliationen zurück. Zum einen gibt es eine klar definierte und exponierte Street Art und Graffiti Community, die sich als solche auch explizit über das Schreiben und Malen im öffentlichen Raum definiert. Darüber hinaus gibt es aber auch ganz viele Arbeiten im öffentlichen Raum, die auf politische AktivistInnen zurückgehen. Street Art ist hier quasi ein Medium zur Übermittlung von politischen Botschaften. Der Umgang mit der Spraydose gehört auch so ein bisschen zur politischen Sozialisation dazu, ist aber eben keine Basis für eine klare Identifikation damit. Und es gibt dann natürlich auch Akteure, die eher im Kunst oder in der Kunst- oder Designszene verortet sind, oft noch in der Ausbildung, Studierende also, die aber dann auch ihre Arbeiten im öffentlichen Raum anbringen. Und es gibt hier ganz unterschiedliche Selbstverständnisse, die auch sich darin ausdrücken. Hier sagt ein Künstler, Kakao Rocks: "All graffiti in street art is a political action and an effort for communication. Some artists try to do propaganda with their work and I'm not one of them. I just try to change our environment and the city landscape. I just want to make them feel other things than just walking by a gray wall in the city." Also der Künstler sieht sich schon in einem politischen Kontext, distanziert sich aber davon, politische Propaganda zu betreiben. Als Gegenüberstellung habe ich hier noch mein Zitat vom Political Stencil Collective, die sagen: "The dominant powers in the penal code look upon us as vandals in our minds and that of our friends, comrades and all who go along with our standpoint and practices. We're entities beyond the law. We focus our actions beyond the framework of the established aesthetics. We inject color into an otherwise gray and neutral townscape with one overriding aim: strike a blow to the onlooker, hoping to bring about his awakening, be it momentarily." Die Athener selbst als Adressaten der Straßenkunst haben natürlich ambivalente Haltungen gegenüber der Praxis. Für viele ist die Entwicklung quasi ein Symptom des Zerfalls der Innenstadt. Andere setzen sich auch explizit damit auseinander. Und für viele, vor allem junge, politisierte Athener, nehmen die Kunstwerke, welche sie täglich auf dem Weg zur Arbeit oder zum Markt oder sonst wohin begegnen, eine ganz besondere Bedeutung ein und sind Teil einer Geografie, einer emotionalen Geografie der Stadt. Dazu sagt der Künstler Kakao Rocks nochmal: "Some people like it and some people don't. Some people get me something to eat while I'm working and some people call the police. Everything is possible when you're painting out in the streets." So, ich würde dann jetzt zu den Inhalten meiner Forschung kommen. Graffiti und Street Art sind natürlich in gewisser Weise widerspenstige Untersuchungsobjekte, vor allem wenn man sich mit ihnen inhaltlich auseinandersetzen möchte. Die Kunstwerke sind vergänglich, ständig in Bewegung, dem Verfall ausgesetzt und so weiter. Also eine systematische Inhaltsanalyse ist quasi auch eine methodologische Herausforderung. Was ich im Kontext meiner eigenen Forschung in Athen gemacht habe, ist vor allem visuelle Methoden angewendet.
Und hier habe ich dann über 1000 Fotos als Momentaufnahme meiner Feldforschung dort 2013 gemacht und diese auch kartografisch erfasst. Das sieht man hier dann mal, wo ich auch fotografiert habe. Das ist quasi eine Heatmap von allen meinen Fotos, die ich gemacht habe. Und aus diesem Repertoire aus über 1000 Fotos habe ich dann schließlich 850 einzelne Bilder ausgewählt zur Analyse und habe die dann über eine Codierungssoftware quasi mit einzelnen Codes bezüglich der dargestellten Inhalte, der symbolischen Kontexte und auch der formalen Aspekte kodiert. Und daraus habe ich dann eben eine dreiteilige Ästhetik der Krise entwickelt, so habe ich das dann genannt, Aesthetics of Crisis. Wie gesagt, dreigeteilt. Das sind drei ästhetische Cluster, denen ich die meisten Arbeiten dann auf Basis dieser Kodierung zuordnen konnte. Und zwar ist das einmal direkte Auseinandersetzung mit der Krise und ihren Institutionen, die Krise als gelebter Alltag und Protestästhetik. Die haben natürlich ganz viele Überschneidungspunkte miteinander, Berührungspunkte und sind auch jetzt keine erschöpfende Kategorisierung aller Kunst, die man auf den Straßen Athens findet. Aber für mich waren das eben die analytischen Kategorien, mit denen ich dort dann gearbeitet habe. Und Ästhetik hier bedeutet für mich natürlich nicht, ist natürlich kein normatives Konzept, sondern als politische Auseinandersetzung mit dem ästhetischen Regime der Krise im Sinne von Jacques Rancière gedacht. Meine Analyse widmet sich dementsprechend dem sensorischen und symbolischen Gehalt der Arbeiten und ihrem Bezug zu den materiellen und symbolischen Landschaften der Krise. So, direkte Auseinandersetzung mit der Krise, das sind Arbeiten, die ganz spezifische Referenzen aufwerfen zu Akteuren, Institutionen und Kontexten der Krise. Aus den 850 Bildern, die ich analysiert habe, waren das insgesamt 36. Das ist also der kleinste ästhetische Cluster, den ich hier zu dem Zeitpunkt meiner Forschung gefunden habe. Es ist aber hier auch zu erwähnen, dass das natürlich variabel ist. Also zum Beispiel war ich jetzt im Sommer während des Referendums in Athen und da ist natürlich in der Woche nach der Ankündigung des Referendums quasi die Stadt komplett mit Kunstwerken, die sich damit auseinandergesetzt haben, überzogen gewesen. Also hätte ich in dem Zeitpunkt geforscht, dann wäre das natürlich der überwiegende Kontext da gewesen. Also das ist zeitlich natürlich oder zeitlichen Veränderungen ausgesetzt. Aber das war das Repertoire, das ich in der Forschung 2013 zusammengesammelt habe. Die Kunstwerke, die hier diesem ästhetischen Cluster zugehören, basieren stark auf Symbolismus, also viele Referenzen zur EU und zur Troika. Man findet auch häufiger mal Repräsentationen der griechischen Flagge oder auch Repräsentationen von Antike als symbolischer Kontext für Griechenland. Gesichter von PolitikerInnen, hier haben wir Tsipras einmal, ganz beliebt natürlich auch Merkel und hier neben ihr der ehemalige Premierminister Antonis Samaras. Genau. Und hier hätten wir auch nochmal ein Beispiel dafür, dass es eben auch linguistische Abwandlungen als Strategie hier relativ häufig gibt. Hier wird der International Monetary Fund zum Irrational Monetary Fund. Das sind ganz viele Wortspiele hier, Sachen wie Katastroika beispielsweise. Also das ist quasi so eine der klassischen Unterwanderungsstrategien, die diese Arbeiten anwenden. Und ganz grundlegend, wie man jetzt sicherlich auch schon gesehen hat, sind die Botschaften, die hier übermittelt werden, relativ wenig verschlüsselt, sondern unmittelbar verständlich. Hier zum Beispiel auch Cut the Debt ist jetzt relativ unmissverständlich klar, was dort gemeint ist. Und häufig gibt es hier eben auch ironische Darstellungen als Kontext. Diese Arbeiten drücken ein tiefes Misstrauen in die Institutionen und Personen, welche mit der Verwaltung der Krise betraut sind, aus. Diese werden hier als Teil des Problems definiert und eben vor allem werden die übergeordneten Institutionen, die hier mit der Verwaltung befasst sind, die EU, die Troika und dergleichen, kritisiert. Da hier die Definition der Krise durch ihre Institutionen in gewisser Weise reproduziert wird, sind in meinem Verständnis diese Arbeiten, die ich jetzt hier gerade gezeigt habe, die diesem ästhetischen Cluster hinzugehören, nicht ganz so subversiv wie die anderen Sachen, die ich auf den Straßen Athens gefunden habe. Es gibt zwar natürlich hier eine Kritik der gängigen Repräsentationen der Krise, aber gleichzeitig wird die Krise immer noch durch ihre Institutionen definiert. Also es wird immer noch auf die EU sich bezogen und auf die Troika. Es bleibt also der konzeptionelle Rahmen der Krise intakt. So,
Aber wie gesagt, es sind eben auch nur 36 Arbeiten gewesen. Also es ist nicht die Hauptauseinandersetzung gewesen, sondern viel mehr Auseinandersetzung der Krise, haben die Krise eben als gelebten Alltag dargestellt. Das ist der zweite ästhetische Cluster, den ich gerne vorstellen will. Da habe ich 241 Arbeiten von 850 zugeordnet. Also das ist wesentlich mehr als diese direkten Auseinandersetzungen. Und hier gibt es ganz interessante formelle Tendenzen, und zwar sind hier die meisten Arbeiten Paste-Ups, das bedeutet was wie das, was Sie gerade hier sehen. Das sind Bilder, die auf Papier gemalt werden, also Unikate, und dann an die Wand geklebt, oder eben auch große handgemalte Wandbilder wie dieses. Und dadurch, dass das eben Unikate sind im öffentlichen Raum, hat man hier halt auch eine persönlichere Auseinandersetzung mit der Aneignung von öffentlichem Raum. Also so eine Arbeit wie diese in den öffentlichen Raum zu kleben, ist natürlich ein anderer Prozess, als zum Beispiel eine Schablone zu schneiden und dann im Copy-Paste-Prinzip diese Arbeiten im öffentlichen Raum immer weiter zu verbreiten. Die Darstellungen sind häufig häufig menschliche Darstellungen von Körpern, von versehrten Körpern oder anderweitig von der Krise gezeichneten Körpern. Die Krise ist häufig projiziert hier auf die Körper von Kindern, die damit als die der Krise am meisten ausgelieferte demografische Gruppe positioniert werden. Hier ist dann nochmal eine ganz spannende Arbeit, die trägt den Titel I Wish You Could Learn Something Useful from the Past von dem Künstler Dimitris Taxis. Und da zeigt sich auch nochmal ganz klar, dass die meisten Arbeiten hier die aktuelle Gegenwart ein bisschen als Zustand des Stillstandes definieren, als Stillstand zwischen einer Gegenwart, die nicht vergehen will, und einer Zukunft, die erst noch entworfen werden muss. Genau, es gibt auch noch ein bisschen abstraktere Auseinandersetzungen, abstraktere poetische Projekte, die eben nicht über die Verkörperlichung laufen, aber die meisten Arbeiten sind hier, wie gesagt, über Körper dargestellt. Und eine wichtige Ausnahme dafür ist das Wort Vasanissume. Wenn man in Athen ist, dann sieht man das eigentlich überall. Und das ist quasi eine Art Tag, der aber keinem bestimmten Künstler zugeordnet ist, sondern das kann sich jeder aneignen. Also das schreiben alle möglichen Menschen in den Stadtraum ein. Das Wort bedeutet, ich quäle mich oder ich bin gequält. Da gibt es verschiedene Übersetzungsstrategien und es gibt ganz viele Mythen darüber, wer als erstes dieses Wort in den urbanen Raum geschrieben hat. Es soll wohl ein Bankangestellter gewesen sein, der seinen Job verloren hat und dann in der Verzweiflung eben das Wort Vasanissume an die Wand schreiben musste, und dann haben das andere eben aufgegriffen. Das ist nicht der tatsächliche Hintergrund des Wortes, aber es ist auf jeden Fall ein Tag, ein Kristallisationspunkt von einer gewissen emotionalen Auseinandersetzung, einer emotionalen Verwundbarkeit, die hier auch in den körperlichen Darstellungen deutlich wird. Und die Darstellungen, die hier im Kontext der Krise als gelebten Alltag sich finden, sind eben Darstellungen, die die Krise nicht porträtieren als ökonomische oder politische Fragestellung, sondern als Kondition des Alltags und damit gängige Mainstream-Diskurse auch weitestgehend unterwandern. Die Arbeiten verweigern die Beschuldigung einzelner Gruppen und Akteure als Ursache der Krise. Der Fokus liegt stattdessen auf den universalen emotionalen Folgen der Krise, Prekarität und körperliche Verwundbarkeit. Die Wände der Stadt werden sich als Raum der kollektiven emotionalen Verarbeitung der Krise angeeignet, was auch konträr steht zur emotionalen Logik der Krise und der Austeritätspolitik, in welcher persönliche Opfer für die Austerität privat erbracht und ertragen werden müssen und eben nicht kollektiv miteinander geteilt. Und diese Zirkulation von emotionalen Darstellungen im öffentlichen Stadtraum durch Street Art kann eben auch mit der Theorie von oder theoretischen im theoretischen Kontext von Judith Butler auch als Grundlage für die Bildung politischer Kollektivität gesehen werden. So, und der letzte ästhetische Cluster, den ich heute vorstellen will, ist eben Protestästhetik. Das ist der größte ästhetische Cluster gewesen von denen, die ich hier vorgefunden habe. Da habe ich 312 Arbeiten von 850 zugeordnet. Und da gibt es eine ganz klare räumliche Konzentration im Stadtteil Exarchia. Wer Griechenland oder Athen kennt, der weiß, dass Exarchia quasi ein anarchistisches Stadtviertel ist. Und dort finden eben sich dementsprechend auch die politisiertesten Arbeiten. Es gibt hier einen ganz klaren Fokus auf Techniken, die schnell reproduzierbar und aggressiv Raum einnehmen.
zum Beispiel eben Sloganwriting, wie dieses hier, oder auch Stencils, Schablonengraffiti. Ne? Das geht eben schnell, kann schnell reproduziert werden. Und da findet sich dann eben auch einfach ein aggressiverer Fokus auf Raumeinnahme. Es finden sich hier ganz viele symbolische Elemente auch wieder. Zum Beispiel gibt es ganz viele Gasmasken, also quasi um jeder Ecke, die man in Berlin, in Athen geht, findet man eine Gasmaske wieder. Es gibt auch ganz häufig natürlich Darstellungen von Molotow-Cocktails, also so diese Standard-Protest-Ästhetik, die, glaube ich, auch relativ transnational funktioniert. Darüber hinaus gibt es eben auch ganz viele dynamische Darstellungen von Protestszenen, die oft ganz klar angelehnt und entlehnt und zitiert sind von politischer Realität. Also hier zum Beispiel dieses Bild von dem Polizisten, der den Farbbeutel abbekommt, ist ein direktes Zitat von einem Bild, das in Medien, in Zeitungen zirkuliert wurde, also ein Foto von einem Protest. Ist also ein ganz klares visuelles Zitat. Und darüber hinaus gibt es dann eben auch Porträts von Protestierenden. Ein weiterer Punkt ist das Gedenken von, das politische Gedenken, etwa hier im Fall von Pavlos Fisas, der sicherlich dem einen oder anderen bekannt ist. Das ist ein anarchistischer Rapper, der 2013 von Schergen der Goldenen Morgenröte ermordet wurde und dem hier eben in einem großen Wandbild gedacht wird. Und hier noch ein anderer Kontext, Lukanikos, vielleicht kennt das auch der ein oder andere, wurde auch mit dem Spitznamen Riot Dog benannt. Das war quasi ein Straßenhund, der während der Austeritätsproteste ab 2011 immer in der ersten Reihe mit dabei war und Polizisten angeknurrt hat und so ein bisschen zu so einem Maskottchen der Proteste geworden ist. Er ist dann später in Ruhestand gegangen, aber leider an seinen ganzen Tränengas-Aussetzungen dann doch relativ früh gestorben. Und ihm ist hier quasi dann auch ein Wandbild gewidmet. Genau, politisches Gedenken. Diese Arbeiten verschieben zusammen die Zeitlichkeit von politischem Protest als zeitlich und räumlich begrenztes und begrenzbares Phänomen. Durch die Omnipräsenz von Darstellungen politischer Kämpfe im öffentlichen Raum wird Protest vielmehr zu einem dauerhaften Zustand der Stadt und ist eben nicht mehr auf tatsächliche Proteste reduzierbar. Die Darstellung von verschiedenen Körpern als Teil des Protestes wird hier eben durch die Darstellung von verschiedenen Körpern als Teil des Protestes wird hier auch die oft reduzierte mediale Repräsentation von Protestierenden als streitsuchenden Anarchistinnen hinterfragt. Hier zum Beispiel eben durch diese Arbeit, die sagt, der einzige Terrorist sind die 8-Uhr-Nachrichten. Damit wird natürlich ganz klar die Diskurslogik verklärt, die Protestierende generell als TerroristInnen beschreibt. Also da gibt es eine ganz klare, bewusste Auseinandersetzung mit diesen Repräsentationslogiken und die werden ganz klar hinterfragt und unterwandert. So, zusammenfassend wäre dann zu sagen, dass während alle drei Ästhetiken der Krise, die ich gerade vorgestellt habe, ihre eigenen Darstellungslogiken haben und ihren eigenen Darstellungslogiken folgen, ist die Gesamtheit der Street Art in Athen für mich auf drei Ebenen politisch bedeutsam. Einmal als semiotische Intervention in den öffentlichen Raum. Street Art hinterfragt so hegemoniale Machtverhältnisse, die durch Planungspraxis in den urbanen Raum eingeschrieben sind und konfrontiert Eigentumsverhältnisse im öffentlichen Raum. Damit agiert natürlich Street Art auch im Sinne eines Rechtes auf Stadt, der Gestaltung des städtischen Raumes entlang der Bedürfnisse seiner Bewohner. Die Wände der Stadt werden so Medien der kollektiven und individuellen Auseinandersetzung mit der Krise. Der zweite Punkt sind die Inhalte, wie ich hoffentlich ein bisschen zeigen konnte. Das ist natürlich nur eine ganz kleine Auswahl an ganz vielen spannenden Arbeiten. Inhaltlich setzen sich die Arbeiten auf ganz komplexe Arten und Weisen kritisch mit dem auseinander, was man eben im Sinne von Jacques Rancière das ästhetische Regime der Krise bezeichnen könnte. Also die diskursive Eingrenzung dessen, was über einen bestimmten Kontext, in dem Fall die Krise, gesagt werden kann und dargestellt werden kann. Und hier werden eben auch kritisch Logiken der Repräsentation verhandelt und hinterfragt. Und letztlich produziert Street Art durch die Präsenz im öffentlichen Raum auch komplexe und offene Begegnungen und Auseinandersetzungen zwischen und mit StadtbewohnerInnen im öffentlichen Raum. Wandbilder und Worte werden Teil kollektiver wie individueller emotionaler Geografien der Stadt und bilden die Grundlage für einen kritischen Austausch über die Krise potenziell.
Als allgegenwärtiges Phänomen ist Street Art in Athen natürlich auch einer Aneignung von außen gewissermaßen ausgesetzt. Forschungsprojekte wie auch das meinige, sowie auch eine Flut an medialen Berichten zum Thema in den letzten Jahren haben sich damit auseinandergesetzt und eignen dieses Phänomen von Street Art in Athen in gewisser Weise an. Und hier wird zumeist eine sehr statische Perspektive eingenommen. Das hier ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Ein Bericht, der im Sommer erschienen ist in der Huffington Post Deutschland. Graffiti in Athen, 19 Bilder, die Sie kennen müssen, um junge Griechen besser zu verstehen. Wie gesagt, eine statische Perspektive auf Street Art und auch eine gewisse Fetischisierung von Street Art entlang eines euphorischen Positivismus, der dann Street Art positioniert als authentischen Eindruck oder Einblick in die Psyche der Stadt und ihrer jungen Bewohner. Und derlei Darstellungen werden natürlich der performativen und offenen Natur von Street Art überhaupt nicht gerecht. Also man kann natürlich nicht über ein Foto irgendwie einen Einblick in irgendwie das Geistesleben von irgendwem erlangen, sondern es geht ganz genau bei Street Art darum, dass es eine fortlaufende Verhandlung im öffentlichen Raum ist und dass Bilder immer wieder überschrieben und miteinander in Verhandlung stehen. Genau. Und ja, genau. Und der Anspruch meiner eigenen Arbeit ist es natürlich hingegen, Street Art als kontinuierlich sich fortschreibende performative kulturelle Praxis zu sehen, durch welche Krise urbaner Raum und politische Mobilisierung durch ästhetische und poetische Register reflektiert und ausgehandelt werden. Und wenn das jetzt noch nicht so explizit geworden ist, ist natürlich meine Hypothese oder meine Schlussfolgerung aus meiner Arbeit auch, dass Street Art ganz explizit zur Politisierung des öffentlichen Raumes beiträgt, was sicherlich auch was ist, was wir dann später ein bisschen miteinander diskutieren können. Ein solches Verständnis profitiert natürlich auch von weiteren globalen Kontexten, in welchen Street Art in den vergangenen Jahren als politisches Ausdrucksmittel im Kontext verschiedenartiger Krisen an Bedeutung gewonnen hat, also beispielsweise hier in Kairo, das ist ja relativ stark auch medial dokumentiert worden, dass eben in Kairo im Kontext der Revolutionen seit 2011 Street Art als subversives politisches Medium ganz wichtig geworden ist und eine neue Community an Street Artists sich dort auch ausgebildet hat, ähnlich wie in Athen. Dort gab es sowas vorher auch nicht, vor der Krise, nicht in dem Sinne, wie es heutzutage funktioniert. Istanbul zum Beispiel auch als Kontext, in dem im Kontext vom Kampf um Gezi Park innerhalb von wenigen Tagen einfach der komplette Taksimplatz und die komplette Stadt einmal komplett mit Graffiti überzogen war, mit Slogans und Wandbildern. Oder auch Orte wie Detroit, wo auch wie in Athen Austerität eine ganz bestimmte Materialität im öffentlichen Raum hinterlässt, wo es ganz viele Bauruinen gibt und ganz viele verlassene Gebäude und Geografien, die dann eben auch als Leinwände genutzt werden für Graffiti. Eine sorgfältige und kritische Dokumentation und Analyse solcher Zusammenhänge über längere Zeiträume hinweg bildet die Basis potenziell, um Krisen eben nicht nur als politisch-ökonomische, sondern auch als alltägliche, räumliche, kulturelle und ästhetische Phänomene zu verstehen. Vielen Dank. Ja, das ist natürlich ein super spannender Kontext, auf den ich auch ganz gespannt bin, um dann zu sehen, wie sich das dann ausspielt. Die Documenta läuft ja dann unter dem Titel Learning from Athens. Das würde natürlich genau in dem Sinne funktionieren, wie Sie das gerade quasi optimistisch formuliert haben, dass man dann hier eben von Athen lernt und sich vielleicht auch wieder auf gewisse politische Kontexte in der Kunst besinnt. Für mich ist aber die Art, wie sich die Documenta mit Athen auseinandersetzt, auch ein bisschen Teil dieser Aneignung, die ich gerade ein bisschen am Ende auch kritisch nochmal beschrieben habe, wo dann eben so eine Art Fetischisierung von Kunst als authentischem Ausdrucksmittel und authentischem Einblick in das Leben der Stadtbevölkerung gesehen wird. Und das finde ich dann doch auch schwierig, das quasi dann aus dem Kontext heraus zu versuchen, nach Deutschland zu importieren und damit dann eben so ein großes auch
kommerzielles Event wie die Documenta eben als Thema einzufassen. Davon gibt es natürlich ganz viel, dass sich dann eben auch diese Freiräume angeeignet werden für zunehmend kommerzielle Projekte auch. Und ich glaube nicht, dass das, was unkuratiert und selbst autorisiert auf den Straßen passiert, viel zu tun haben wird mit dem, was innerhalb der Documenta dann als repräsentatives Sample der Athener Kunstszene dargestellt werden wird. Ich weiß aber auch, dass der Kurator ganz eng mit griechischen Kuratorinnen und Kulturwissenschaftlerinnen zusammenarbeitet. Insofern gibt es dort sicherlich interessante Austausche, aber das, was mich auch hier, was ich glaube auch ein wichtiger Kontext ist, ist, dass es eben nicht institutionalisiert ist. Es ist keine Kunst, die in irgendeiner Form kuratiert ist oder institutionell fassbar ist. Und das ist halt auch immer so eine Diskussion, wie das dann institutionell überführt werden kann, ohne dass es den politischen Anspruch verliert. Das ist auf jeden Fall ein ganz spannender Kontext. Und ich weiß nicht ganz genau, ob Street Artists, die zum Teil auch in Galerien arbeiten, da eingebunden werden. Aber es wird auf jeden Fall einen interessanten Einfluss haben auf die Athener Kunst- und Kulturszene. Dann erstmal, okay, so zum Thema Beständigkeit, dann mache ich es mal chronologisch. Es ist schon im Moment so, dass ich natürlich über die Jahre, in denen sich das jetzt durchgesetzt hat, schon so ein bisschen so eine Schichtung auch gebildet hat, dadurch, dass einfach nicht viel weggemacht wird. Also es ist im aktuellen Kontext schon beständig und ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass das, wenn jetzt die Krise auf einmal vorbei wäre, was natürlich auch so eine Chimäre ist natürlich, die Idee, dass die Krise irgendwann einfach vorbei ist und dann geht das Leben wieder normal weiter, das wird es natürlich so nicht geben. Aber das durchdringt einfach den urbanen Raum so massiv, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass es irgendwie von einem Tag auf den nächsten verschwindet. Also ich glaube schon, dass auf jeden Fall einzelne Arbeiten schon auch eine längere Beständigkeit haben, auch einfach weil die also vor allem auch ganz große Wandbilder nehmen halt auch für viele Leute eine ganz wichtige emotionale Bedeutung ein. Da sind auch so Angelpunkte in der Stadt. Und es gibt halt auch, also es ist dann halt auch die Frage, wer dafür verantwortlich wäre, die Sachen dann zu beseitigen, wenn die Häuser immer noch alle leer stehen und niemandem so richtig gehören und niemand so richtig die Motivation hat, sich damit zu beschäftigen. Aber ich finde es schon auch wichtig, trotzdem das Ganze über die Zeit hinweg auch systematisch zu dokumentieren. Das ist auch was ich jetzt im Moment weiter verfolge mit meiner Arbeit, halt irgendwie stetig weiter hinzufahren und auch zu schauen, was sich an welchen Orten neu gebildet hat, was vielleicht übermalt oder überschrieben wurde. Und dann halt auch so ein digitales Archiv dieser Veränderungen zu führen. Aber ich glaube schon, dass die Spuren, die das im öffentlichen Raum hinterlassen hat, irgendwie noch über Jahre hinweg sichtbar sein werden. In gewisser Weise sind natürlich keine Einschlusslöcher, sondern oberflächliche Farbaufträge. Aber ich glaube schon, dass das fast unmöglich ist, dass die Stadt irgendwie wieder zu bereinigen irgendwie von diesen Arbeiten. Was den Kontext von Griechen und von außen reinkommenden Künstlern angeht, die Künstler, die am aktivsten sind, sind schon selbst Griechen, beziehungsweise es gibt ein paar Leute, die nicht geboren sind in Griechenland, sondern andere kulturelle Hintergründe haben, aber in Griechenland leben. Das sind aber relativ wenige. Also die meisten Künstler sind schon junge griechische Männer, also wie man das sich vielleicht auch denken kann mit so einer Subkultur. Da gibt es natürlich immer so eine gewisse Tendenz, dass es dann junge heterosexuelle Männer sind, die diese Subkultur ausmachen. Es ist aber schon auch so, dass sich mittlerweile rumgesprochen hat, dass Griechenland ein Ort ist, an dem man ganz einfach riesengroße Wände bemalen kann. Das heißt, es gibt auch schon so ein bisschen so einen Street-Art-Tourismus, wo dann Leute nach Athen fahren, um sich dort dann halt dafür ein paar Tage auszutoben im Graffiti-Paradies. Also ich kenne relativ viele französische Künstler, die hinfahren, spanische Künstler, also da gibt es dann auch so ein bisschen diese Krisenaffiliation, aber auch zum Teil einfach Leute, die hinfahren wollen, um sich das anzugucken und dann halt auch ein paar Paste-Ups oder so hinterlassen. Also zum Beispiel Tona, ein bekannter Hamburger Künstler, ist halt auch hingefahren, hat so ein paar Paste-Ups gemacht und mit ein paar Künstlern zusammengearbeitet. Also da gibt es schon auch diesen Austausch. Und das mit der Sprache, was du angesprochen hast, das hat natürlich auch was mit der Position im Feld zu tun, die ich vorhin auch angesprochen habe. Ich bin des Griechischen halt nur
in Grundlagen mächtig. Das heißt, ich kann auch diese ganzen, also die Stadt ist schon komplett voll auch mit griechischen Worten, Slogans und so weiter. Da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte, die ganzen kleinen, mittelgroßen und riesengroßen Slogans irgendwie zu dokumentieren. Aber meine eigene Wahrnehmung des öffentlichen Raums ist natürlich schon auch davon geprägt, dass ich primär Englisch und Deutsch spreche und daher diese Arbeiten auch einfacher meinen Blick und meine Kamera anziehen und dann auch als Basis meiner Forschung natürlich stärker dann hier repräsentiert sind. Was nicht heißt, dass ich mich gar nicht mit griechischsprachigen Sachen auseinandersetze, aber es ist, glaube ich, schon einfach eine Grundlage. Und zum Thema Arbeitslosigkeit und Kreativität weiß ich nicht, inwiefern ich jetzt gerade große Aussagen treffen kann dazu, wie griechische und deutsche Arbeitslose irgendwie miteinander zu vergleichen sind. Aber ich glaube schon, dass das Ausmaß der Arbeitslosigkeit, das ich da angesprochen habe, vor allem bei jungen Leuten, also wir im Moment, glaube ich, bei über 60%. Und die Leute, die ich kenne, die noch arbeiten, die bekommen in der Regel auch kein Geld mehr oder arbeiten auch nur auf Projektbasis. Also auch diese Klarziffer ist nicht wirklich ein Ausdruck dafür, wie, also im Englischen gibt es auch das schöne Wort Underemployment. Ich weiß nicht, ob man unterbeschäftigt sagen kann in dem Sinne, aber naja, also Underemployment ist halt so durchdringend der Grundzustand des Lebens, wenn man jung ist und in Griechenland lebt, dass es halt einfach der Lebensalltag ist. Und dadurch, dass es der Alltag aller ist, ist vielleicht auch ein bisschen weniger so eine Stigmatisierung damit verbunden, also zumindest im griechischen Kontext, die vielleicht das, was Sie angesprochen haben, im Sinne von Resignation in Bezug auf die Gesamtgesellschaft irgendwie, was sich darauf beziehen könnte. Genau, aber das, was ich da ganz spannend finde, ist halt auch das, was diese Künstlerin in dem Zitat, das ich vorhin vorgelesen habe, ausdrückt, dass es eben auch darum geht, dass man dadurch einfach was auch zu sagen hat, dass man irgendwie bewegt ist von dem Kontext, in dem man sich befindet. If we were in a period where everything is calm and nothing really happens, we wouldn't have the motivation to express ourselves. Also in dieser besonderen Ausnahmesituation kollektiv sich zu befinden, ist, glaube ich, schon ein anderer Kontext als das, was man erlebt, wenn man in Deutschland arbeitslos ist. Insofern ist es sicherlich ein anderer Kontext. Aber dort ist auf jeden Fall eine Freisetzung von Kreativität, auch politischer Energie, anderer Energien irgendwie wahrnehmbar. Es gibt natürlich auch Resignation. Also ich kann jetzt nicht, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie alle jungen arbeitslosen Menschen in Griechenland kreativ tätig sind oder sich inspiriert fühlen von ihrer Situation. Es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die resigniert sind, die depressiv sind, die auch nicht mehr so richtig rausgehen. Also das gibt es natürlich auch. Das ist natürlich auch Teil des Alltags. Aber das kann dann eben natürlich auch wieder eine Grundlage sein, sich ausdrücken zu wollen. Vielen Dank. Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesung an der Uni Kassel.